Lasst uns mal wieder träumen. Lasst uns mal wieder über gute Mario-Games reden. Und wirklich ein Traum wahr werden würde, wenn diese Spiele erscheinen würden. Und deswegen habe ich euch heute meine drei Mario-Games mitgebracht, die bei mir auf der Wunschliste ganz, ganz weit oben stehen. Und wo es natürlich auch nicht so unwahrscheinlich ist, dass diese noch erscheinen werden. Um gleich mit dem ersten anzufangen. Wie viele, die meine Mario Maker 2 Let's Plays verfolgen, wissen, dass ich Mario Sunshine über alles liebe. Und deswegen wünsche ich mir einfach nicht mal einen zweiten Teil, was natürlich eigentlich noch besser wäre, aber im Großen und Ganzen wünsche ich mir einfach ein Sunshine Remake, beziehungsweise ein Remastered. Eigentlich müssen sie nur die Texturen auf Full HD kriegen und das Ganze irgendwie auf die Switch porten. Ich will einfach nur in der Lage sein, auf der Switch, die Konsole, die wirklich so schön in der Hand liegt, ich will einfach da in der Lage sein, auch eines meiner Lieblings-Mario-Spiele zu zocken. Und das ist einfach Mario Sunshine. Mir würde sogar schon eine Virtual Console reichen, wo ja auch noch immer im Raum steht, wann Nintendo das mal ankündigt. Aber wäre das nicht wirklich der feuchte Traum eines jeden Nintendo-Fans, wenn man GameCube-Spiele über die Virtual Console emulieren kann auf der Nintendo Switch. Das wäre sowas von krass. Und rein leistungstechnisch müsste die Nintendo Switch das ja können. Deswegen liegt es nur in der Hand von Nintendo, dies umzusetzen. Und natürlich wollen sie erstmal alte Spiele komplett neu remastern, um sie dann neu zu porten für die Switch, um nochmal Geld rauszudrücken aus den Fanboys. Und ja, ich zähle auch dazu, ich würde die Spiele auch alle nochmal abkaufen. Aber vom Ding her wäre es natürlich viel cooler und viel korrekter von Nintendo, würden sie einfach eine Virtual Console anbieten und die alten Spiele, so wie sie damals waren, einfach für einen 10er oder 20 Euro für einen oder so anbieten im Store. Bei der Xbox One X ist es zum Beispiel so, dass man sogar auch die alten Spiele von der Xbox 360 oder sogar von der ganz alten Xbox runterladen kann und die werden dann sogar noch hochskaliert bis zu 4K. Also, dass Nintendo sowas anbietet, dass man einfach alte Spiele runterlädt und dass die einfach von vornherein hochskaliert werden, dann auf Full-HD-Texturen oder sonstiges, das wäre korrekt, aber sowas würde Nintendo niemals machen, deswegen müssen wir uns leider noch gedulden. Der nächste Titel, der ziemlich wahrscheinlich ist, dass er nächstes Jahr angekündigt wird, wenn, also nicht schon früher, sonst auf der E3, aber sonst auch bei irgendeiner Direct wäre es ein Titel, der angekündigt werden könnte, ist einfach ein Mario und Luigi RPG. Also ich bin ein Riesenfan von Superstar Saga, Partners in Time oder Bowser Inside Story. Also ich finde einfach die Mario Luigi RPGs sowas von genial. Auch wenn das letzte mir nicht so gut gefallen hat, wird es aber Zeit, dass Mario Luigi auf die Switch kommt, also als RPG. Weil es eine ganz, ganz beliebte Serie ist, die sich auch gut verkauft und immer auf dem 3DS ein Renner war. Und wir jetzt wirklich den Umschwung haben vom 3DS auf die Switch. Sogar die neuen Pokémon-Teile kommen natürlich auf die Switch und der 3DS stirbt langsam aus. Das kann man einfach so sagen und deswegen wird es Zeit, dass die Spielereien, die auf dem 3DS erfolgreich waren, auch auf die Switch kommen. Und das ist einfach Mario Luigi RPG. Da muss einfach der neue Teil kommen und der wird einfach dann phänomenal. Und ich bin gespannt, wie sie es grafisch hinkriegen. Ich bin ein Riesenfan davon und wenn sie es grafisch in einem guten, stilsicheren Stil hinkriegen, also dass es nicht vielleicht zu überambitioniert ist, so wie jetzt mit dem Pokémon Schwert und Schild, wo es grafisch dann an der einen oder anderen Ecke schon sehr hinkt, dann bin ich wirklich gehypt. Also ich wünsche mir einen cleanen Stil, einen zeitlosen Stil, der einfach nicht versucht, irgendwie große Welten zu erschaffen, die dann am Ende aber matschig aussehen von den Texturen und vernebelt im Hintergrund sind, weil es nicht lädt. Ich wünsche mir einen clean Stil, vielleicht sogar noch wirklich einen kleinen Pixel-Look, so ein bisschen, dass man es zeitlos gestaltet, aber es dafür einfach zeitlos wirkt. Der letzte der drei Titel, von denen ich träume, dass sie mal irgendwann erscheinen, ist einfach Mario Galaxy 3. Und da bin ich ehrlich, da ist es ein bisschen unrealistischer, dass es überhaupt erscheint, weil Mario Galaxy 1 und 2 kamen so schnell nacheinander für die Wii und haben ja wirklich, was die kreativen Ideen angeht und so, immer noch Maßstäbe gesetzt damals. Und natürlich schreien die Fans nach einem neuen Teil so und Nintendo würde einfach so einen Hype auslösen. Dennoch muss man sagen, dass ein Odyssey-Nachfolger realistischer ist mit der Engine, wie sie sie bei Odyssey aufgebaut haben. Genauso wie es ja jetzt auch bei Zelda Breath of the Wild ein Sequel gibt, genau mit der gleichen Engine höchstwahrscheinlich. Es wird sich genauso spielen, es wird sich genauso anfühlen, nur mit einer anderen Welt, anderen Quests, andere Charaktere, andere Waffen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt immer noch ein Breath of the Wild. Und so in der Art kann ich mir auch vorstellen, dass sie es mit Odyssey machen, dass wenn der Nachfolger von Breath of the Wild rausgekommen ist, dass dann noch ein Nachfolger von Odyssey kommt, weil Odyssey kam ja auch nach Breath of the Wild. Und deswegen ist für die Switch eigentlich ein Galaxy erstmal unrealistisch. Ob denn eventuell die Konsole nach der Switch, also keine Ahnung, wie sie dann heißen wird, eine komplett neue Generation, die Nintendo vielleicht in 3, 4, vielleicht auch erst 5 Jahren aufmacht, dass da vielleicht als Launch-Titel ein Galaxy kommt, um es einfach besser zu verkaufen, das liegt nahe und das würde auch Sinn machen in Nintendos Position. Aber trotzdem, ey, wie geil wäre das, Leute, jetzt mal wirklich, wie geil wäre ein Galaxy 3 für die Switch? Da würde ich einfach durchdrehen. Aber Leute, das ist einfach ein Traum, genau wie die anderen zwei Spiele. Obwohl Mario und Luigi als RPG ist, glaube ich, ziemlich realistisch, dass es kommt. So, jetzt hat ihr gefragt, von welchen drei Spielen allgemein, muss nicht Mario sein, träumt ihr? Schreibt es in die Kommentare und ich begrüße euch wieder beim nächsten Video. Ciao und tschüss, euer Theo.